Wir haben also gesehen, dass bei symmetrischen Matrizen die Eigenwerte immer reell sind. Ja, und das ist natürlich eine ziemliche Verbesserung gegenüber dem, was wir bei reellen Matrizen sagen können. Da können wir nämlich allgemein gar nichts sagen. Ne? Da müssen wir halt wirklich erstmal konkret ausrechnen. Aber die Symmetriebedingung garantiert, dass wir auf jeden Fall immer reelle Eigenwerte rausbekommen. Gut, das ist schon mal ganz gut, aber auch in der Beziehung zwischen Eigenvektoren verbessert sich bei symmetrischen Matrizen die Beziehung oder die Situation dramatisch gegenüber dem, was wir im Allgemeinen wissen. Im Allgemeinen wissen wir, wenn ich verschiedene Eigenwerte habe, dann sind zugehörige Eigenvektoren linear unabhängig voneinander. Jetzt bei symmetrischen Matrizen verbessert sich das auch zu einer viel stärkeren Aussage, dass nämlich diese Eigenvektoren sogar senkrecht aufeinander stehen. Gut, natürlich ist klar, um das zu sehen, rechnen wir mal wieder mit dem inneren Produkt, mit dem Skalarprodukt, weil das ist ja genau das, was uns erlaubt zu entscheiden, ob Sachen senkrecht aufeinander stehen. Also gucken wir uns das einfach mal an. Also ich nehme mal an, ich habe zwei Eigenwerte, Lambda 1 und Lambda 2. Gut, wir wissen schon, die sind reell. Aber ich nehme jetzt mal an, das sind also zwei verschiedene Eigenwerte von meiner symmetrischen Matrix. Also ich schreibe es nochmal hin. Meine Matrix A ist gleich AT oder ich kann es hier auch als A Stern schreiben, wenn ich es im Komplexen auffassen will. Und ich nehme jetzt an, ich habe zugehörige Eigenvektoren. Also mit zugehörigen Eigenvektoren. Die nenne ich V1 und V2. Ja, also ich schreibe nochmal hin. Was meine ich? Was habe ich also genau als Situation? Ich habe also einen Vektor V1 und AV1 ist gleich Lambda 1 mal V1. Und ich habe einen Vektor V2, sodass A mal V2 gleich Lambda 2 mal V2 ist. Gut, aus der allgemeinen Situation wissen wir, dass V1 und V2 linear unabhängig sein müssen. Ja, aber jetzt behaupte ich mehr, nämlich die stehen senkrecht aufeinander. Und dazu sollte ich mir halt das innere Produkt zwischen denen angucken. Und was ich mache, ist, ich berechne mir jetzt das innere Produkt V1, V2, multipliziere das aber mit Lambda 1, weil ich will es ja irgendwie mit A in Zusammenhang bringen. Ich muss ja irgendwie benutzen, dass das Eigenvektoren von A sind. Gut, wenn ich jetzt hier ein Lambda 1 habe, dann kann ich das hier reinbringen in die erste Komponente. Das kommt da als Lambda 1 rein, V1, V2. Ja, und Lambda 1 mal V1 ist natürlich das gleiche wie A mal V1. Also das hier ist A mal V1. Das heißt, was ich hier habe, ist also A V1, V2. Ja, jetzt wissen wir aber, im inneren Produkt kann ich eine Matrix von der einen Seite auf die andere bringen. Dort taucht es im Allgemeinen als A Stern auf. Aber wenn das A hier symmetrisch ist, dann taucht es dann natürlich auch hier als A auf. Also ich habe hier V1, im Prinzip habe ich hier A Stern, aber das ist ja das gleiche wie A mal V2. Gut, jetzt aber die Wirkung von A auf V2 ist Multiplikation mit Lambda 2. Also das hier ist jetzt also V1, Lambda 2 mal V2. Ja, und jetzt kann ich wieder dieses Lambda hier rausbringen. Im Allgemeinen wird das als komplex konjugiertes rauskommen, aber wir wissen ja schon, dass diese Eigenwerte hier reell sind. Das kommt also hier einfach als das Lambda 2 raus. Lambda 2 mal V1, V2. Ja, und jetzt sehen wir, habe ich also die Gleichung, vielleicht schreibe ich es nochmal wirklich hin, die Schlussfolgerung, dass also da, wo ich gestartet bin, Lambda 1 mal V1, V2 ist das gleiche wie da, wo ich hier hingekommen bin, nämlich Lambda 2 mal V1, V2. So, ne? Hier habe ich beide mal V1, V2. Hier habe ich aber Lambda 1 und hier habe ich Lambda 2. Ja? Gut, okay. Und wenn jetzt V1 V2, das innere Produkt, nicht 0 wäre, dann könnte ich durch das durchdividieren und dann hätte ich Lambda 1 ist gleich Lambda 2, was aber nach Voraussetzung ja nicht der Fall ist. Ich habe ja angenommen, ich habe verschiedene Eigenwerte. Das heißt, hieraus folgt also, aufgrund meiner Annahme, dass Lambda 1 verschieden ist von Lambda 2, dass dieses innere Produkt hier gleich 0 sein muss. Also V1, V2
ist gleich 0. Ja, und damit sehe ich also diese Tatsache, dass die Eigenwerte von symmetrischen Matrizen nicht nur alle reell sind, sondern die zugehörigen Eigenvektoren, wenn sie zu verschiedenen Eigenwerten gehören, müssen sogar senkrecht aufeinander stehen. Also eine sehr starke Bedingung, eine ziemliche Verschärfung von dem, was wir im Allgemeinen wissen. Ja, so schreibe ich das also hier. Dann vielleicht auch nochmal als zweite wesentliche Schlussfolgerung dazu. Also die Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten von symmetrischen Matrizen, die sind nicht nur linear unabhängig, sondern die stehen sogar senkrecht aufeinander. Stehen also senkrecht aufeinander. Gut, ja. Und da ich in meiner transformierenden Matrix T, die ich immer suche, da ich da typischerweise eine Basis drin brauche, suggeriert es hier vielleicht schon, dass ich jetzt Basiselemente habe, die senkrecht aufeinander stehen sollten. Das heißt, ich habe hier zumindest die Hoffnung, dass ich vielleicht sogar von einer beliebigen invertierbaren Matrix T zu einer orthogonalen übergehen kann. Also zu einer, wo alle Elemente da drin senkrecht aufeinander stehen. Also insbesondere, wo die sogar eine Orthonormalbasis bilden. Gut, okay, also das ist das, was wir hier sehen, aber vielleicht gucken wir uns im Folgenden im Beispiel das auch nochmal ein bisschen näher an, um das dann besser zu verstehen und einordnen zu können.